Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Summoners War Video. Ich weiß, lang ist es her, ich habe schon länger jetzt kein Video mehr hochgeladen, hatte auch ein paar Gründe und es war sehr warm. War es bei euch auch so warm? Ist ja der Hammer, Mann, das war warm. Jetzt gerade geht's, ja, ein bisschen, muss ich sagen, ja. Aber wow, die Tage, die so mega warm waren, die waren ja richtig ekelhaft. Also, da kann ja keiner erzählen, dass das jemand feiert oder so. Aber gut, darum geht's heute nicht, denn, wie man vielleicht am Titel sieht, kommt heute das angekündigte, also was ich schon mal angekündigt habe, Gildenvideo. Denn Harmony sucht wieder neue Leute. Ich hatte ja schon angekündigt, ich war ja bei Rage Kick eine Zeit lang, so einen Monat, knapp über einen Monat, habe mal ein bisschen meine Erfahrung gesammelt, etc. pp. Und mir war klipp und klar, dass wenn ich dann wiederkomme, dass ich die Gilde aufräumen werde. Und zwar geht es um Harmony, wie gesagt. Die Harmony-Gilde, die existiert schon relativ lange, gute 2 Jahre, glaube ich, jetzt schon, ne? Also ist schon ein bisschen her. Und wir haben, also, ja, wir haben gut aussortiert, ja, weil ich habe ein paar große Kritikpunkte, dazu kommen wir auch gleich, ja, warum ich neue Mitglieder suche und was ich von euch erwarte, wenn ihr zur Harmony möchtet, ja, ihr müsstet nämlich ein paar Kritikpunkte erfüllen, das hat jetzt nichts groß mit, also Level 50 und so sollte man schon sein, man sollte schon ein paar Sixstars mitbringen und schon ein bisschen weiter sein im Spiel, aber was für mich ganz oben steht, ist die Aktivität, warum ich mich auch von vielen verabschieden musste, leider. Ich habe zum Beispiel nichts dagegen, wenn die Leute irgendwann wiederkommen möchten, aber dann möchte ich auch, dass ihr aktiv seid, und zwar im GK, BK und Labi. Ich weiß, dass viele was gegen Labi haben. Ich weiß auch, dass viele was gegen BK haben. Ist Geschmackssache, aber es bringt der Gilde nichts, wenn ihr darauf keinen Bock habt und die Gilde darunter leidet. Das bringt niemanden etwas. Ja, also deswegen, da verlange ich schon höchste Aktivität. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn man mal ein, zwei Mal in der Woche, sag mal, ja, ich konnte GK nicht machen, weil Beruf dazwischen kam oder sowas, ja, oder irgendwas anderes, habe ich Verständnis für. Aber man kann es dann auf jeden Fall Bescheid geben, dass man nicht mehr geschafft hat, den GK zu machen. Dann ist es halt so ist, kann ich verstehen, ja, oder wenn man sich rechtzeitig abmeldet, wenn man mal eine Woche im Urlaub ist oder so, oder Handy kaputt ist oder sonst was, dafür habe ich Verständnis, aber dann sollte man das auch machen, also abmelden und nicht dauerabgemeldet sein, ja, also keine 50 Monate abgemeldet sein, das bringt mir auch nichts, ja. Und es bringt, wie gesagt, der Gilde nichts. Und die Gilde hat sich inzwischen so entwickelt, dass es wirklich schon ein familiäres Gildenklima ist, man kennt sich untereinander, man hilft sich so gut es geht untereinander, man gibt Hilfe in Laien, hauptsächlich, ja, für Leute, die Tipps brauchen etc. oder Hilfe. Zum Beispiel Mino ist jemand, der sehr häufig in der Gilde fragt, ob man ihnen vielleicht helfen kann für bestimmte Teams in der LTA oder was als nächstes bauen soll, so jetzt als Beispiel. Ja, also da gibt man schon gute Hilfe. Wir haben auch ein bisschen professionellere Hilfe in Line. Ja, also wir haben da auch jemanden, der sehr hochrangig spielt. Deswegen, der gibt so gut es geht auch Tipps. Also, wir haben schon, so, ich sag mal, so einen Coach. So einen kleinen Coach haben wir in der Gilde, also in Laiengruppe mit drin, der auch so gut hilft, wie es geht. Dafür bin ich ihm übrigens auch sehr dankbar. Ist übrigens auch einer von Rage Kick. Also, das ist einer, der versucht auf jeden Fall zu helfen. Ja, und das finde ich sehr nett von ihm. Und das ist auch sehr lieb von ihm, dass er das macht. Danke gehen raus, falls du das Video siehst, auf jeden Fall. Ich glaube, du weißt, dass du gemeint bist, oder? So, okay, fangen wir mal an. Also, man sieht zum Beispiel hier unten bei der Info die Kritike. Ja, die Kritike. Fangen wir erstmal mit der Gildenmitteilung an. Also ja, also fangen wir erstmal mit uns an. Ja, also ich stelle uns jetzt mal ein bisschen vor, unsere Gilde. Wir sind so gesehen eine Semi-Farm-Gilde, beziehungsweise eine Farm-Gilde, die so in meistens so im G1-Bereich farmt. Kann auch mal sein, dass wir nur im C3-Bereich sind. Ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt auch sehr wenig Mitglieder, wie man sieht. Ja, ein paar sind auch noch abgemeldet, die noch im Urlaub sind, etc. Oder Schule ein bisschen Stress haben. Also wir sind jetzt, wenn es hochkommt, gerade 15 aktive Leute. Und dadurch ist es jetzt halt ein bisschen, Rang erkennen ist schwierig, vor allem im BK, aber in GK sind wir meistens so, ich sag mal so zwischen C3 und G1, wenn es gut läuft, oder meistens ist meistens so der Fall. Wir haben Montag bis Mittwoch haben wir Low Dev, also sprich ein Monster auf einer Seite, ja, ist egal welches Monster ihr da reinstellt, aber Hauptsache es ist nur ein Monster auf einer Seite. Ab Donnerstag dann bis Samstag High Dev. Samstag gibt es nur ein GK, außer es passt mal zeitlich, aber das ist meistens nicht der Fall. Oder es fehlt nicht mehr viel bis G1 oder so, dann machen wir meistens Samstag auch noch 2. Aber im Normalfall ist Samstag nur ein GK und da gilt dann halt die High Def. Ansonsten haben wir noch die 6-Punkte-Regel und die Ampel-Regel. Die sollte bekannt sein, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist, denke ich mal, ja, bekannt, ne?
Gut, ansonsten sieht man hier unten fast alles, was man wissen sollte. Also man sollte schon eine bestimmte Anzahl an 6 Sterne haben. Das Ding ist nur, man muss nicht unbedingt 30 Sixers haben. Es geht mehr so ein bisschen um BK, dass man da auch gut was reißen kann. Es reicht aber auch, wenn ihr wirklich, sagen wir mal so 1 bis 2 Hände, sagen wir mal so 5 bis 10 wirklich gut geruhnte Monster habt. Das ist dann auch okay, ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr braucht nicht unbedingt wirklich also wirklich 30 gut geruhnte Monster. Sowas verlange ich nicht. Zumindest so, dass man gut im GK und im BK mit teilhaben kann. Labi natürlich auch, ja. Labi komme ich gleich drauf, wie wir das da machen. Und ansonsten, F2 sollte schon mindestens in der Arena sein. Also, dass man schon da sieht, dass die Leute da ein bisschen Ahnung haben. Ja, also ich erwarte jetzt keine C-Ranger oder so. F2 ist auch sehr leicht zu erreichen. Das schaffen teilweise auch Leute, die nicht mal Level 50 sind. Also, F2 ist jetzt echt nicht schwer zu erreichen. Und das sollte auf jeden Fall, denke ich, machbar sein. Also, das sollte machbar sein. Das ist jetzt keine große, wie nennt man das? Also, man muss nicht groß irgendwie was haben. Also das ist echt jetzt nicht so schwer zu erreichen, sagen wir es mal so. Ansonsten, wir haben eine Line-Pflicht, wie gesagt, ja, also wir haben eine Line-Pflicht, da sollten auf jeden Fall alle rein. Es bestehen gute 3 Gruppen. Es ist einmal dieser Fun-Channel von Harmony, ja, da sind so gesehen nicht nur unbedingt Leute drin, die auch zu Harmony gehören, das ist so gesagt, da ist auch der, ich sag mal, Coach drin, ja, da ist auch der Coach, und der so immer ganz gerne mal ein paar Tipps liefert. Oder wenn ihr Hilfe braucht, dann hilft er euch so gut es geht. Also falls er gerade Zeit hat und auch da liest, aber er liest eigentlich sehr viel bei Line. Also der antwortet auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir noch den GKBK-Labi-Channel, wo dann halt so ein paar Ankündigungen gemacht werden, beziehungsweise wie was Sache ist. Ja, da kann man dann darüber reden. Und dann haben wir noch den Info-Channel, wo nur Informationen weitergegeben werden. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas nicht klappt, dann schreibe ich meistens daran. Das ist kein Chat zum Schreiben oder so. Das ist wirklich nur dafür da, um Ankündigungen rauszuhauen, was meistens von mir oder von den Vizen dann kommt. Meistens eher von Mino, also Mino oder von mir meistens. Und dann, ne, das ist wirklich kein großer Chat, um sich da zu unterhalten. Das ist eigentlich schon nur da, um Ankündigungen zu machen. Für mehr ist das nicht. So, ansonsten haben wir noch einen Teamspeak und einen Discord-Server. Discord-Server ist eher inaktiv, so bis gar nicht vorhanden. Existiert, aber ist so fast gar nicht vorhanden. Eher Teamspeak-Server gebe ich zur Verfügung. Also wie gesagt, da kann man drauf gehen, wie man Lust und Laune hat. Alle, die in der Gilde sind, haben dann freien Zugang. Und wenn man Bock hat, kann man dann da halt quatschen, wie man lustig ist. Ja, ich bin da auch hier und da mal, aber eher seltener der Fall. Meistens, also ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich, wenn ich streame, öfters mal da bin, da kann man halt so nebenbei da ein bisschen quatschen. Kommt aber eher seltener vor, dass ich da bin, weil ich bin noch nicht häufig mehr am PC. Ich bin sehr selten am PC. Deswegen ein bisschen schwierig. So, das ist schon mal unsere Sache. So, gehen wir mal ein bisschen auf unsere Tartaros aus. Genau, wir sehen jetzt, wir haben auch sehr schlecht abgeschnitten, muss man ganz ehrlich sagen. Das lag jetzt auch teilweise an der Aktivität, weil ich jetzt so 2-3 Wochen immer geguckt habe, wer ist wirklich inaktiv, wer macht die Scheiße, wer macht nicht mehr. Ich bin ja einer, der wartet, zumindest bis Samstag, dass er noch die Belohnungen mitnehmen kann. Dann fange ich an zu kicken. Ja, also bis Samstag lasse ich die meisten Leute noch drin. Und jetzt hier hatten wir halt ein paar Ausnahmefälle, die halt leider dann auch gekickt worden sind, weil die Aktivität halt nicht gestimmt hat. Ja, wie gesagt, ich verlange von euch Aktivität im BK, GK und Labi. Auch wenn das unbeliebte Sachen sind. Ich glaube, GK ist mit am beliebtesten, aber BK und Labi ist halt leider eine Gildenaktivität und da verlange ich dann noch Aktivität. So, unsere Taktik bei Tartaros ist in der Theorie einfach nur Tartaros suchen. Ja, wir gehen einfach nur auf die Suche nach ihm. Bis normal skaliert er nicht mit den Minibossen. Sprich, man kann ihn auf normal wie easy klatschen. Ja, der skaliert damit nicht. Er skaliert erst mit hart, auf hart mit den Minibossen. Für die Leute, die den auf hart machen, wird, wenn, sobald Tartaros gefunden wurde, wird es Pflicht, die 3 Minibosse nebenbei zu klatschen. Ja, dass man so gesehen mit normal anfängt auf Tartaros und dann die Minibosse nebenbei klatscht. Die restlichen, sobald Tartaros gefunden ist, ist keine Pflicht mehr. Ihr müsst danach die letzten 2 Laternen da oben nicht mehr aktivieren. Also nicht mehr gebrauchen, das ist egal. Sofern ihr Tartaros und die Minibosse aktiv macht, sofern dann die Minibosse down sind, Tartaros noch nicht, reicht es, die restlichen Minibosse zu machen oder ganz am Ende nur noch Tartaros zu machen. Das ist vollkommen okay, danach braucht ihr die Laternen nicht mehr. Also wichtig ist, am Anfang rauszuhauen, wie geht. Es wird immer markiert, was angegriffen wird. Ja, meistens also immer die großen Felder werden angegriffen, welches gerade das nächste fixierte Ziel ist, um auf die Suche nach Tartaros zu gehen. Im Normalfall schaffen wir immer ein S.
SS haben wir, glaube ich, soweit nicht geschafft, aber im meisten Falle schaffen wir die S. Ja, also wir hatten jetzt hier, glaube ich, Moment, auch, wo sieht man das denn? Hier auch sehr viele A's. Das war jetzt die Zeit, wo ich nicht da war. Das war die Zeit, wo ich bei Rage Kick war, ja, die A's. Ansonsten haben wir hier sehr viele S-Range und die S-Range schaffen wir in den meisten Fällen eigentlich so gut wie immer. Das waren die Anfangszeiten. Ja, also das hier sind so, das hier kann man somit am aktivsten sehen. Ja, also das sind so die Zeiten, wo ich aktiv da war, wo die Gilde sehr aktiv war und dann lübt das eigentlich auch, ja, sofern es dann aktiv ist. So, zum BK kann ich so viel sagen. Im BK ist es jetzt so, dass wir im meisten Falle immer in einem Kreis gehen. Ja, wir sehen jetzt hier oben die roten und hier die gelben. Wir gehen immer so in einem Kreis. Ja, außer es fuscht sich jemand dazwischen, dann nehmen wir den Tower wieder ein. Im Notfall tun wir sie abgrenzen, je nachdem, wie es dann halt funktioniert, ja. Ansonsten zu den Tower-Dingsten kann ich halt sagen, also jeder ist gleichberechtigt, es gibt nur eine Death in einer Base, ja, so dass nicht einer komplett Punkte farmen kann, wie er lustig ist. Also da sind halt immer meistens, also es sollte im besten Falle nur einer in der Death drinstehen, dass man da halt auch ein bisschen die Gleichberechtigung behält und nicht nur, weil derjenige stark ist und man so gesehen nicht verkacken will, einfach fünfmal seine Death reinstellt, nur weil er weiß, dass er gut ist. Sowas gibt's nicht. Also da hilft schon ein bisschen Gleichberechtigung. Ansonsten gehen wir meistens in einem Kreis, wie schon gesagt, die oberen drei rot, dann die unteren drei gelben und dann je nachdem, wie sich der entwickelt. Wird aber auch markiert. Ansonsten zum GK gibt es ja nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Ampelregel. Ja, also wir haben die Regel, dass man 3-2-1 angreifen kann, wenn man lustig ist, oder 2x3 oder 2 oder, ne, also 6-Punkte-Regel halt, ne. Man sollte nur denken, auch die Grünen angreifen, ja, Ampelregel. Also wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel hier oben alle rot oder schon gelb sind und hier unten noch grüne, dann müsst ihr leider auch mal ein bisschen einstecken, ja, dann kriegt es halt keine Extrapunkte, ist halt leider so, ja, also da müsst ihr schon mal ein bisschen einstecken, falls es der Fall sein sollte. Wie gesagt, wir haben Low Death drin, deswegen, naja. So, ansonsten gibt es, glaube ich, da nichts mehr groß zu sagen. Ansonsten Raids kann man immer in der Gilde fragen. Ich suche zum Beispiel sehr aktiv Raid-Leute, also wer Bock auf Raid hat, ich frage öfters mal, wenn ich gerade Zeit habe, ob jemand Bock auf Raid hat, bin ich einer, der sehr häufig fragt und ich raide halt R4, R5 ist mir egal, also wo, wie es gerade bei euch passt. So, jetzt komme ich mal zu dem, was ich von euch erwarte, bevor das Video ist. Ich will das Video jetzt nicht zu lang machen. Ich erwarte von euch erst einmal Aktivität im GK, BK und im Lobby. Wie gesagt, die drei Sachen sind sehr, sehr wichtig. Wir kontrollieren das regelmäßig. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich will keinen Außenseiter haben, der irgendwie nur Punkte farmt oder halt 50 Jahre inaktiv ist, weil er sich abmeldet. Das sind so Sachen, die brauche ich nicht. Das hilft der Gilde nicht weiter. Und ja. Ansonsten Regeln sollten einbehalten werden. Ich erwarte von euch Selbstständigkeit. Ja, wir haben keinen großen, also wir haben so einen Gesamtüberblick, wo wir alle so ein bisschen im Blick haben, ja, dass keiner, wie gesagt, aus der Reihe tanzt. Ja, es wird auch vermahnt, wenn es der Fall sein sollte, dass mal jemand aus der Reihe tanzt, man wird nicht direkt gekickt, ja, aber ich erwarte, wie gesagt, Selbstständigkeit. Ich renne niemanden hinterher. Ja, also wenn ihr Scheiße baut und es fällt auf, seid ihr raus. Es ist, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache das jetzt schon seit, ich meine, gute 2 Jahre besteht die Gilde schon. Ich habe keinen Bock mehr, die Leute einfach alle hinterher zu rennen. Also entweder seid ihr selbstständig, ihr habt eine gewisse Reife, sag ich mal, dass ihr euch das zutraut, dass ihr euch die Regeln selber einhalten könnt. Ja, sie sind jetzt nicht so schwer. Ja, ich bin auch sehr tolerant, was die Regeln angeht. Also ich sage nicht, nur weil ihr jetzt 3-mal die Woche oder so mal aus Versehen nicht konntet, beim irgendwas anzugreifen, kicke ich nicht direkt. Ja, also ich gucke mir das schon an und wenn ich euch kicke, erst nach Samstag, also egal wie scheiße ihr euch benimmt, außer ihr geht halt selber raus, dann ist es halt so. Aber ich erwarte erst, also ich gucke es mir erst an, bevor ich euch wirklich dann am Ende kicke. Also ich bin da ein bisschen tolerant, aber Selbstständigkeit sollte schon sein. Also ihr sollt selber wissen, was ihr macht. Ja, also ich, wie gesagt, ich renne niemanden hinterher, da habe ich keinen Bock drauf. Ansonsten dasselbe, wie gesagt, mit Aktivität. Aktivität ist mir mit am wichtigsten. Ja, also Aktivität ist sehr wichtig und dass die Gilde darunter nicht leidet, weil die Leute nicht aktiv sind, dass wir darunter irgendwie einstecken müssen, das wäre scheiße. Wenn dann ein paar Leute so Außenseiter sind oder raus, also so Leute, die halt da daran vorbeisteppen, das ist halt scheiße für die ganze Gilde. Deswegen erwarte ich da halt schon, dass ihr aktiv seid und Selbstständigkeit. Das ist für mich sehr wichtig. Das sind auch die einzigen Punkte, die ich groß als Kritikpunkt nenne. Wenn ihr das nicht einhalten könnt oder nicht einhalten möchtet, kann ich euch leider keinen Platz anbieten, aber sofern ihr wisst, ihr seid aktiv in jeglicher Hinsicht und ihr könnt selbstständig sein, ja, ihr wisst, was ihr machen sollt. Ich, wie gesagt, ich sage euch die Regeln, ich schreibe es euch auch bei Line, ja, wie gesagt, Bewerbung übrigens steht ja auch hier, ne, am besten über Line schreiben.
Bitte, also einmal hier über Line anschreiben, weil wie gesagt, wir haben eine Line-Pflicht und da wäre es schon ganz praktisch. Man kann mir auch eine E-Mail schreiben, aber wir haben so oder so eine Line-Pflicht, deswegen wäre schon Line ganz cool, ja. Und da geht es auch nicht unter oder so, deswegen, da passt es schon ganz gut, wenn ihr mir dann über Line schreiben könnt, wenn ihr Interesse habt. Wie gesagt, 6-Sterne-Monster ist nicht unbedingt Pflicht, ja, ich gucke mir euch an, ja. Also ihr könnt mir eine Freundesanfrage schicken, wie gesagt, ja, also ich nehme euch jetzt nicht irgendeinen Channel, also ihr könnt mich gerne als Freund hinzufügen, dann schaue ich euch einmal an und dann passt. Meistens gucke ich sogar fast nur das Protokoll an, ja. Ich gucke mir einmal hier, einmal hier das Profil von euch an hier, blätter hier einmal durch und gucke, ob es dann halbwegs gut läuft oder nicht. Also nochmals kurz zu euch zurückzukommen, also ihr solltet wie gesagt schon eine gewisse Anzahl an 6-Sterne-Monster haben, so dass ihr halt auch im BKB, GK, BK und Labi auch gut was machen könnt. Ihr solltet halt auch, also es reicht auch, wenn ihr jetzt sagen wir eine Hand bis zwei Hände gut geruhte Monster habt, so dass ihr auf jeden Fall auch zumindest GK, BK schon was reißen könnt, ja. Das wäre schon auf jeden Fall ganz praktisch. Also die genaueren Regeln, die schreibe ich euch dann via Line. Nur, ihr solltet auf jeden Fall, ich sag mal, die drei Dungeons sollten schon drin sein, ja. Also ihr müsst jetzt keine Speed-Teams da drin haben, das verlange ich nicht unbedingt. Aber ihr solltet die drei schon farmen können, das wäre schon auf jeden Fall angebracht. Also, es bringt jetzt nichts, wenn ich euch jetzt irgendwie mit in die Gilde nehme, wenn ihr gerade frisch Level 30 seid, aber ihr kriegt nichts gerissen. Ja, wenn wir gegen G1er im BK oder im GK spielt, das macht keinen Spaß für euch. Also ihr solltet schon gut so der Gilde ein bisschen angepasst sein, aber wie gesagt, das gucke ich mir dann persönlich an und dann entscheide ich. Ja, also meistens skippe ich hier durch und gucke mir eure Monster so ein bisschen an, wie sie geruhnt sind und dann passt das im meisten Falle, ja. So, ansonsten, ja, das war's eigentlich. Mehr Kritikpunkte habe ich nicht, mehr verlange ich nicht von euch. Ich kann auch sagen, dass ich habe einen Retash gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Ansonsten war, glaube ich, nichts groß Neues. Ah, Rogue habe ich noch zweit erweckt und Bella hatte ich zweit erweckt, aber ja, mehr hat sich, glaube ich, auch gar nichts getan. Also nach dem FRR, aber wie gesagt, die Videos kommen jetzt alle erst noch. Ja, ich habe sehr viel ungeruhnt. Es gibt jetzt auch sehr viele ungeruhnte Monster. Beispielsweise der Dude hier, ne, oder sie halt. Also da gibt es jetzt sehr viele Monster, die ein bisschen ungeruhnt sind. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe mir ein bisschen mehr fixiert. Weltarena hatte ich auch noch gemacht. Ich glaube, ich war kurz vor 1500 Punkten in der Weltarena, aber ich habe nur die Placement-Matches gemacht. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, das war noch am Ende des Tages, aber da ist nicht viel bei Runden gekommen, ehrlich gesagt. Also ich muss mal gucken, dass ich Special League wollte ich auch spielen. Muss ich mal gucken, ob ich dazu ein paar Videos mache, weil das ist eher so Tilted-Arena anstatt coole Arena. Deswegen mal gucken. Also, wenn ihr Interesse habt an Harmony, könnt ihr mir gerne mal bei Line schreiben. Wie gesagt, die Kritikpunkte und etc. habe ich jetzt alles genannt. Würde mich freuen, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschau. Ach ja, und Logos gibt's auch, also wenn ihr Interesse habt. Ja, also ich glaube, ich muss auch noch ein paar machen. Ein paar haben Logos, ein paar wollen keine. Ist keine Pflicht, nur wenn ihr Interesse habt, einfach, wenn ihr so ein Logo haben wollt, dann am Ende einfach mich privat anschreiben mit einem Wunschbild. Geht mit Monster, geht aber auch mit Figur wie Anime oder so. Das ist auch okay. Bei Urgewalt wollte zum Beispiel Flint, muss ich halt auch noch machen. Also Flint Hammerhead muss ich auch noch machen. Ne, also wird auf jeden Fall gemacht. Also wenn ihr da Interesse habt, mache ich es halt. Ne? Also das ist echt kein Problem. Gut, jetzt bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Bye.